Nee, weil die Ergebnisse ja noch nicht, also letztendlich wäre es schwieriger, glaube ich, wenn Ergebnisse schon da wären. Also die Trainingswoche, die war sehr konzentriert. Allora, la settimana di allenamento è stata molto concentrata e sarebbe adesso molto difficile se sapremo già i risultati, però i risultati sono tutti aperti, dunque la situazione è ancora aperta. In solchen Momenten gibt es ja immer viele Rechenmöglichkeiten. Also, in questi momenti was passiert, wenn Mannschaft X unentschieden gespielt, gewinnt, verliert und dann sind ja noch aber so viel Fragen, so viel Fragezeichen offen, wo ich dann irgendwann auch zu mir selber gesagt habe, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt jede Konstellation durchrechne, sondern es liegt ja erstmal trotzdem an uns. Das Wichtigste ist, dass wir unser Spiel ziehen und mit der möglichsten Intensität da reingehen, mit der möglichsten Konzentration reingehen, nur das können wir beeinflussen, die anderen Ergebnisse können wir nicht beeinflussen, deswegen wollen wir da auch keinen Fokus drauf setzen. Allora il mister dice chiaramente che ci sono tantissime possibilità di risultati. La partita può finire una partita con X, può finire con tantissimi risultati. Dunque ha detto non vale la pena concentrarsi su queste cose qui. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Noi dobbiamo pensare di come avremo l'atteggiamento in questa partita, avere l'atteggiamento giusto per poter far risultato, per poter vincere. E quello è importante, di guardare a noi stessi, perché ci sono tantissime possibilità nei risultati delle squadre avversarie. Ich glaube, der Schlüssel ist sicherlich in der Intensität, dass wir an unsere Grenze gehen müssen in jeglichen Bereichen. Allora, la chiave è sicuramente una, di che noi dobbiamo riuscire ad andare al nostro limite di intensità di quello che sappiamo fare, proprio andare oltre il limite. Ja, und das ist, jetzt haben wir viel drüber gelesen oder viel geschrieben worden, auch wie ist die Situation in Neapel. Sie sind auf einer sicheren Position, Champions League Platz ist sicher, es werden ein paar Spieler verabschiedet, die wollen sicherlich sich gut verabschieden von ihrem Heimpublikum, aber es geht dann trotzdem, ja, die Art und Weise, wie wir auftreten wollen und wie wir mehr oder weniger sich stressen wollen und Das wird eminent wichtig sein und das ist Chiave. Dice che la chiave domani sarà di come noi li vogliamo stressare, di come noi li vogliamo giocare intensivi, di come noi il nostro modo di fare, che deve andare, come ha detto prima il mister, sopra il limite. E ha detto, è chiaro che il Napoli domani sarà una gran giornata per il Napoli, perché ci sono giocatori che faranno forse l'ultima partita, che saranno festeggiati naturalmente, un'atmosfera super per loro, ma noi dobbiamo guardare a noi, il nostro atteggiamento, di come domani dobbiamo fare nel modo di fare per riuscire nel risultato. Neapel kriegt man nur in Griff über eine mannschaftlich geschlossene Leistung. Das ist so viel individuelle Qualität und deswegen will ich auch gar keinen Spieler hervorheben, weil da müsste ich von Nummer 1 bis Nummer 15 einfach durchnummerieren und sagen, welche Qualitäten sie haben. Aber es bringt ja nichts vor Ehrfurcht zu erstarren, sondern letzten Endes das kriegt man nur gemeinsam hin, wenn der eine für den anderen da ist und als Team mehr oder weniger agiert und ja. E dice il mister che naturalmente il Napoli ha talmente tanta qualità dal numero 11 al numero 15 che è inutile a parlare dei singoli perché sono tutti bravissimi con qualità eccezionali questi giocatori. E dunque domani c'è solo una possibilità per noi riuscirci. Fare nel gruppo, essere una squadra, essere compatti in campo, essere tutti insieme, fare tutti insieme. È l'unico modo per riuscire domani a fare risultato. Das ist unglaublich schwierig ist, Sturo zu ersetzen, weil er ist für mich der Inbegriff von unserem Spiel. Dice che è molto difficile naturalmente sostituire un giocatore come Sturaro perché lui è proprio dal gioco che vuole il mister lo dà lui sul campo, lo sa fare veramente benissimo. Aber es ist natürlich dann auch so, er hat einfach die Probleme und wir müssen ihm da auch die Zeit geben und es geht jetzt halt momentan nicht. Nächste Woche sieht vielleicht wieder anders aus, aber Stand jetzt ist er morgen nicht dabei und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, das was Pablo und Morten da als, ich will auch gar nicht sagen als Ersatz, aber Sie haben die Rolle übernommen und haben es beide auch sehr gut gemacht und das ist genau das, was er auch in dem Moment ausgezeichnet hat und was wir auch brauchen. Ha detto che Sturaro naturalmente per domani non ce la farà, non ci sarà,
speriamo nella prossima settimana, purtroppo sono i problemi che ha, non possiamo farci niente. Naturalmente il mister non è che gli altri, Morten e Pablo, sono dei sostituti, no, loro hanno fatto bene quello che adesso abbiamo di necessità, giocatori che fanno così, è molto contento che ci danno una, che veramente stanno facendo bene quando giocano, quando entrano, e questo è molto importante anche per la squadra, avere giocatori così.